Und ich hoffe, der Dicke wird nicht in 4 Minuten ultra schnell und tötet mich. Aber ich glaube, das war 7:30 und nicht 7:30. So. Oh, 2 Wasser. Nix. Und was zu essen. Okay. Da rein. Oh, Stein. Ein Stein, mitkommen. So. Also, Zeit jetzt alles zu sichern. Was nicht hinhauen wird. Also, ich werde es nicht schaffen, bis zur Zombie-Stunde alle Fenster einzuschlagen. Aber ich sollte zumindest die, die ich eingeschlagen habe, sichern. Also, warte, machen wir einfach so. Woodframe. Ding, 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 ding. 5 Stück. Die, die wir aufgebaut haben, kann ich schon mal upgraden. So. Und die Zombies werden mir diese Nacht wahrscheinlich eh entgegenkommen, indem sie die anderen Wände alle einschlagen. Und nach werden halt alle von diesen Wänden dann durch die da ersetzt werden. Wobei, ne? Guckt euch das an, das sind alles Ziegelwände. Also es dürfte ziemlich lange dauern, bis sie in das Haus hier reinkommen. Ich denke, die Holzdinger hier unten sind die ihre Schwachstelle. Oh, warte mal, wir sind im Hochparterre, ne? Aber dort ist auch Stein. Ja, ist alles okay. Ich habe mich gerade vor meinem eigenen Schatten erschreckt. Das ist gar nicht mein Schatten. Was? Zu Hilfe? Achso. Da hinten auf dem Dach. Alter Schwede. Rein, Dürzo. Das war sehr spooky. Ich dachte, das wäre ein Bug. Ich dachte, das wäre mein Schatten. Aber es war der Typ da hinten auf dem Dach, der genau der Sonne im Weg stand. Sehr cool. Sehr cool. Du da. Mach bitte zu. Ich will nicht, dass der Typ vom Dach runterspringt und dann uns aufessen will. Oh, unsere Axt sieht aber auch nicht mehr so toll aus. Haben wir alles, um eine neue zu bauen? Die können wir schon mal weiterverarbeiten. Also wir haben Plantfibers, wir haben 3 Steine. Das ist echt mau. Aber wir haben 3 Steine. Und wir haben Stöcker. Ja, also wir haben genug Zeug. Goodie. Also, dich hochstufen. Dich hochstufen, so. Tock, 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 tock. Ich glaube, das Aufstufen von den Wooden Frames, also für uns macht das Geräusche. Wir hören dieses Tock, 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 Tock. Aber ich weiß nicht, ob das Zombies anlockt oder nicht. Also ich wage mich zu erinnern in unserem... Also wir hatten schon mal einen Community-Server für 7 Days to Die. Und da hatte ich nachts immer ganz gut gearbeitet mit dem Hammer und so, hab hier rumgeklopft und kein Zombie kam. Es geht also. Und ich glaube, ich barrikadiere mal die Tür hier zu. Einfach nur für den Fall, dass die Tür doch nicht aus Eisen ist und einfach nur sich so anhört, als wenn sie aus Eisen wäre und eigentlich ganz schwach ist. So, normales Ding, das reicht ja. Weil den Bereich hier hinten brauchen wir soweit nicht. Nur die Küche. Die übrigens nicht sicher ist. Okay, ich schlag das nochmal ein. Ich hoffe, die Axt hält so lange. Aber gerade. Ja, hier sind überall noch normale Fenster. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Du raus da. Woodframes, schnell hier damit. Ja, okay. Also die Fenster sind definitiv eine Schwachstelle. Ich denke mal, nachts wird da versuchen, mindestens einer reinzukommen. Dann bringen wir den aber einfach um. Wir haben ja noch genug Munition für die Pistole. 19 Schuss, das ist okay. Wobei, nachts kann man halt nicht so richtig schön sich Zeit nehmen, auf den Kopf zielen und schießen. Nachts sind die einfach viel zu schnell. Und dann ballert man einfach in den Tor so rein. Und dann braucht man halt mehr Schuss. Aber trotzdem, ich denke mal, so 1, 2 kriegen wir kaputt. Und wenn sie wirklich die Fenster kaputt schlagen, dann machen sie uns die Arbeit ja einfacher. Das heißt, nehmen wir an, ein Zombie kommt, schlägt sich hier durchs Fenster, wir bringen ihn um, verballern unser halbes Magazin, das Ding liegt tot auf dem Boden. Tada, wir haben ein Loch in der Wand, das wir sofort füllen können mit den Holzblöcken statt Glas. Das wäre schon mal ganz praktisch. So, 2020. Gleich müsste es losgehen. Was jetzt aber nicht heißt, dass sofort alle Zombies der Welt hier spawnen und ins Haus rein wollen. Es besteht eine Chance, ganz normal, dass Zombies in der Umgebung spawnen und die sind dann einfach aggressiver und hellhöriger.
Und natürlich können immer noch Zombie-Horden kommen. Die können aber auch tagsüber kommen. Tagsüber sind sie halt noch nicht so gefährlich. Nachts eine Zombie-Horde könnte, glaube ich, das ganze Haus zerlegen. Innerhalb einer Nacht. Also die komplette Grundfestung hier wegreißen. Und das Obergeschoss dann auf die Horde runterfallen lassen. Mit uns drin. Das wäre auch lustig. Sowas hätte ich gerne in der Aufnahme. Aber ja, jetzt haben wir erstmal gleich Nacht. Ich sollte... Ah? Nicht Chat. Ich habe doch einen Mining-Helm auf. Den kann ich irgendwie anmachen. X. Das ist die Karte. Was ist denn da? Nee. Haha. Mit F. Flashlight. Ich hoffe mal, die Zombies sehen das nicht. Aber ja, wir haben jetzt Licht. Das ist gut. Und wir können jetzt die Nacht nutzen, um Gegenstände herzustellen. Und die ganzen Sachen erstmal durchzustöbern. Weil ich habe das Haus hier absichtlich nicht geplündert. So. Und jetzt können wir uns da richtig schön Zeit lassen. Bis morgen früh so um 5:30 rum. Und dann können wir das Haus auf der anderen Straßenseite zu Ende plündern. Achso, und ich wollte ja hier... Also, verstecken. Licht ausmachen. Karte aufmachen. Hier rechtsklick, Set Waypoint. Das ist unser Zuhause. Und wir sind nicht wirklich weit gekommen bisher. Aber später wird die Karte noch recht groß werden. Man hat hier oben auch eine Location. Also mit Nord und Süd und West und Ost. Wir sind jetzt gerade von der Mitte der Karte Richtung Süden gegangen. Also sind wir im südlichen Bereich. Und von der Mitte der Karte, also Mitte, Mitte, Richtung Westen gegangen. Also sie sind jetzt südwestlich vom absoluten Mittelpunkt der Karte. Es gibt auch sowas wie Seeds, also in Minecraft. Allerdings gibt man keine Nummer ein, sondern den Namen des Spiels. Also das Spiel heißt ja in diesem Fall hier LP, groß geschrieben. Das heißt, wenn ihr zu Hause euren Spielnamen auch LP nennt, groß geschrieben, werdet ihr eine fast genauso aussehende Welt haben wie hier. Ihr werdet nur woanders spawnen, höchstwahrscheinlich. Wenn ihr euch aber die Koordinaten hier aufschreibt, könnt ihr genau hier hinlaufen und genau das finden, was hier auch ist. Hatte ich schon ein, zwei Mal getestet und lief soweit auch ganz gut. Also teilweise sehen die Häuser ein bisschen anders aus oder Loot ist anders verteilt, aber die Biome sind meistens gleich und die Straßen sind gleich und solche Sachen halt. Okay. Looten. Nicht dich. Achso, Licht wieder anmachen. Und schön durchgehend schleichen. Weil im Haus muss man eh nicht so schnell sein. Dich haben wir, dich haben wir, dich haben wir zu. Die oberen Cupboards vergesse ich ganz gerne mal. Aber hier haben wir das auch schon. Was haben wir hier? Ein Keller wäre super. Das andere Haus hatte ja einen Keller. Auch wenn es kein Komplettkeller war. Das war so ein Keller, wo man im oberen Drittel noch so Fenster hat zum Rausgucken. Ist ein bisschen gefährlich, weil es gibt ja Krabbelzombies und Hunde und so weiter, die könnten da reinkommen. Aber sonst ist so ein Keller super. Deswegen hätte ich eigentlich ganz gerne hier drunter einen Keller. Und hier könnte ein Eingang dazu sein. Ich glaube, ich hau mal ein bisschen dagegen. Ist jetzt gefährlich, weil, ne, 21 Uhr. Aber ich höre keinen Zombie. Also weder grunzen, noch rumschleichen, noch irgendwas randalieren. Vielleicht haben wir ja Glück. Und die Axt ist kaputt. Das ist kein Glück. Du Stone Axe Craft. Die Knochen könnten wir eigentlich weglegen. Weil die Knochen sind, glaube ich, echt nur für diesen Schiff da. Für nichts anderes. Ja. Leg dich mal hier rein. Was haben wir hier? Blei, Glas. Die Brass-Sachen kann ich noch zerlegen zu Scrap-Brass. Das ist okay. Ja, da ist meine Axt. Ja, jetzt wird's richtig duster. Ich will in einen Keller. Und ich will Fackeln bauen. Ah, Rest ist runtergefallen. Nee, so eine Toilette. Ja gut. Medizin. Jo, Bandagen. Old Zink. Nö. Das Ding könnten wir kaputt hauen für Metall, aber... Das könnte ich zu meinem Panikraum machen.
Ich glaube, das mache ich sogar. Aber erstmal hätte ich ganz gerne Stöcke und Stoff. Stöcke und Stoff, um daraus Fackeln herzustellen. 16 Stück ist jetzt eigentlich ein bisschen viel, aber... Na gut. Fackel an die Ecke. Ja. Fackel an die Ecke über dem leicht entflammbaren Sofa. Und Fackel da. Und Fackel da, damit es hier schön hell ist. Gut. Oh, oben. Hatte ich mich oben schon geguckt? Ach, wie, da ist jetzt irgendwie eine Zombie-Horde drin. Ja, schaut soweit alles gut aus. Okay, alles schön ausleuchten. Und wir haben hier jede Menge Stoff an den Wänden. Das ist sehr gut. Und ich höre Zombies. Das ist nicht gut. Oh. Die haben uns schon entdeckt. Sensed. Das ist nicht gut. Also sie werden jetzt versuchen, hierher zu kommen. Also wenn es jetzt nur 1, 2 sind, könnte ich versuchen rauszugehen und sie umzubringen, bevor sie noch mehr Zombies hierher locken. Ich mach mal Licht aus. Was zur Hölle? Okay. Hinten ist einer, da ist einer. Nee. Ich gehe wieder rein. Anscheinend haben sie mich jetzt verloren. Also ja, vorsichtig sein. Schön schleichen. Und dann da oben umgucken. Auf keinen Fall irgendwelche Gardinen abreißen oder sonst etwaige laute Sachen machen. Hier war noch der Schreibtisch und ein Rucksack. Was haben wir da? Ah, sehr gut. Kaffee und Medizin. Baseballcaps. Stimmt, genau. Wir haben jetzt ja Zeit für so einen Firlefanz. Also gib mir die Stöcker, gib mir die da. Können wir dich zerlegen zu Stoff? Nee. Geh bitte weg. Können wir dich zerlegen zu Scrap? Nö. Forging Molds? Nein. Okay, du kannst dann auch weg. Bücher können wir verarbeiten zu Papier. Brauchen wir aber erst später. Euch können wir alle zu Bretter machen, das ist gut. Die Animal Hides können wir gleich zu Leder verarbeiten. Dadurch könnten wir theoretisch Lederrüstungen herstellen. Aber die brauchen halt recht viel Leder und wir haben nur 4. Aber vielleicht Handschuhe oder Schuhe. Gläser sind gut. Oh, was bist du? Du bist ein Repair-Tool. Damit kann man schneller upgraden als mit dem anderen Tool. Also ich zeige es einfach mal hier in der Wand. Wenn ich jetzt einmal gegenhaue, ist es sofort auf 33%. Mit der Steinaxt ist es nur auf 25%. Also mit dem Ding hier braucht man nur 3 Schläge zum Reparieren. Achso, man kann übrigens alle Blöcke reparieren. Also auch wenn jetzt hier der Boden angeschlagen wäre oder das Klo oder was auch immer. Man kann die Sachen reparieren. Leer. Okay. Hallo, totes Ding. Blaubeersaat. Also ja, wir werden irgendwann eine Farm anlegen, definitiv. Klick. Schön Licht überall. Ich will nicht irgendwann mal durchs Haus torkeln und dann ein Zombie auf dem Boden krabbelnd übersehen. Oder an der Decke. Genau wie dich. Komm her. Es ist ein wenig makaber. Aber ich will mich nicht jedes Mal... Oh, ich habe noch gar nicht gelootet. Ja. Aber ich will mich nicht jedes Mal erschrecken, wenn ich hier reinkomme. So. Du. Da. Oh. Eine Holzkiste. Die Holzkisten können wir übrigens auch selber bauen. Ja, Knochen lassen wir wieder drin. Also können wir selber bauen und sollten wir auch selber... Oh. Okay. Sollten wir auch selber bauen, um unsere ganzen Sachen ein bisschen zu sortieren. Was hast du denn Schönes, wenn du hier hinten versteckt bist?
Mehr Muni. Und Wasser. Und eine Backup-Pistole. Kann man Waffen noch so reparieren, indem man sie miteinander kombiniert? Ich denke nicht. Nee. Aber ich könnte sie theoretisch zerlegen, um an Eisen ranzukommen, was ich aber nicht machen werde. Ja. Ja, komm, hier auch noch eine Fackel hin. Flop. Sind wir jetzt hier im ersten Stock durch? Ja, sind wir einmal rum. Okay, dann ganz nach oben. Da müsste auch mit am sichersten sein. Also wenn wir uns hier ganz oben aufhalten. Hallo Vogelnest. Ja, sehr schön. Wenn wir uns hier ganz oben aufhalten und schleichen und nicht diese Bretter hier weghauen, was ich gleich machen werde, dann dürften uns die Zombies unten fast gar nicht wahrnehmen. Und wir könnten dann hier ganz in Ruhe die Nacht verbringen. Apropos ganz in Ruhe die Nacht verbringen. Ich könnte auch einen Schlafsack bauen. Habe ich nur gerade nicht genug Stoff für. Nee. So, dich da, dich da. Kann ich noch irgendwas irgendwie kombinieren? Ja, euch. Gut. So, drücken wir die Daumen. Ich will jetzt wissen, was da ist. Hatten wir schon einen Waffenschrank hier in dem Haus? Aber ich denke nicht, dass die einen Waffenschrank oben im Dachgeschoss haben. Weil so ein Tresor ist doch recht schwer. Ja. Okay. Noch ein Vogelnest, das ist ja auch ganz nett. Wegen Federn und so. Und Bücher.